Jetzt. Okay. Ich halte jetzt den Vortrag, Algorithmen werden nicht den Weltfrieden bringen, und ich werde in diesem Vortrag Algorithmen kritisieren. Das passiert hier auf der Open Mind nicht so richtig häufig. Zu Recht, weil Algorithmen auch zu häufig und doof kritisiert werden. Und das ist prinzipiell immer ein bisschen doof, weil, also, Algorithmen, finde ich, sind eine großartige Sache, die wir viel häufiger nutzen sollten. Zugleich aber passieren da immer wieder komische Dinge drin, die ich irgendwie doch kritisieren möchte. Also in diesem Gedanken von dem, was ist eigentlich ein Algorithmus und was kann man damit tun und was nicht. Nochmal zu mir, wer ich bin. Ich bin Gero Nagel, im Netz vor allem als Zweifeln unterwegs. Ich habe irgendwie Philosophie und Kognitionswissenschaften an der Uni Freiburg studiert, Mathe und Informatik an der Uni Berlin, also an der HU, und studiere jetzt Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Philosophie an der Uni Hagen. Das heißt, ich mache irgendwie so viel Geisteswissenschaften, aber vor allem so ein bisschen Technikphilosophie. Also ich kann irgendwie auch so ein bisschen rumnörden und irgendwie Dinge zusammencoden und Algorithmen schreiben und bla, aber ja, sehe mich deutlich eher als Geisteswissenschaftler. Dazu nochmal den Disclaimer. Ich werde, glaube ich, ziemlich übel über Algorithmen ranten, weil ich das mitunter, glaube ich, gerade hier in dem Rahmen ganz sinnvoll finde, was aber nicht unbedingt meine Meinung ist. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein Algorithmen sind nur doof. Allerdings so einen wirklich ausgeglichenen Vortrag drüber halten, finde ich, glaube ich, nicht so richtig sinnvoll, sondern ich glaube, es ist gerade mehr so ein bisschen Debattenbeitrag und ich hau da mal so ein bisschen drauf oder ich guck mal, wie sehr ich das tue. Von daher das mal so ein bisschen vorweg, nicht, dass ich nachher irgendwie das doofe Arschloch bin. Möglicherweise bin ich das, aber dann bitte nicht nur dafür. Der Algorithmus, finde ich, ist ein ganz häufig total übertheoretisiertes Ding, was irgendwie Dinge tut. Und de facto ist es das da. Also das ist irgendwie so die schriftliche Division, die habt ihr hoffentlich irgendwann alle mal in der Schule gelernt, so in der, ich weiß nicht, 5., 6. Klasse, wie man irgendwie so Dinge ausrechnet. Und der Algorithmus definiert sich darüber, dass feste Strukturen, also feste Vorschriften gegeben werden, wie man zu irgendeiner Lösung kommt. Und das ist jetzt irgendwie ein sehr einfacher, es gibt da irgendwie deutlich komplexere Algorithmen, die vor allem in Programme sind, also in Programme reinprogrammiert werden, die das halt irgendwie selber tun, weil ein Computer Algorithmen einfach viel, viel, viel schneller lösen kann, als wir das irgendwie tun können. Aber ein Programm ist auch nicht prinzipiell ein Algorithmus. Also auch das wird irgendwie sehr häufig zusammengeschmissen und ja, aber der Algorithmus sagt doch und so, und das ist halt ein bisschen, einfach so ein bisschen klar machen, ein Algorithmus ist halt irgendwie auch schon sehr alt, also deutlich älter als irgendwie jeder Computer, wurde irgendwie im 8. Jahrhundert erfunden, also damit zumindest der Name dafür, für diese festen Abläufe, die man irgendwie tätigt, um eine Lösung zu bekommen, wie da gerade 1307 durch 15, was 87,13 ist, was sehr schwer ist, so mal eben im Kopf zu lösen. Dafür gibt es halt so Algorithmen, die das irgendwie etwas vereinfachen. Algorithmen basieren im Wesentlichen auf Logik. Und Logik ist so ein bisschen das, was man in der allgemeinen Wahrnehmung andauernd überall hört, so das ist ja total unlogisch und das funktioniert doch nicht. Und also das ist so ein unglaublich häufig überzogener und also gerade in so einem Alltagssprech ganz hart missbrauchter Begriff, weil Logik eine unglaublich krasse mathematische Disziplin ist, die irgendwie ganz klar ist. Und da gibt es nicht irgendwie also dieses unlogisch und so. Das ist alles ein bisschen schwierig. Und das, was ich da jetzt mal aufgemalt habe, ist eine Wahrheitstabelle, die einfach sagt, so A ist irgendeine Aussage und B ist irgendeine Aussage und ich kann irgendwie wahr oder falsch sein. Das ist also ganz einfache Aussagenlogik. Und dann gibt es dieses lustige Zeichen, diesen Haken vor dem A. Das heißt einfach nicht A, also immer das Gegenteil und das gleiche für B auch nochmal. Das heißt, wenn A eigentlich wahr ist und dieser Haken davor ist, dann ist A halt falsch, weil nicht wahr heißt falsch in dieser Aussagenlogik, wo es nur diese beiden Wahrheitswerte gibt. Dann gibt es diesen Haken mit der Spitze nach oben. Das ist das logische Und. Das heißt, dass A und B wahr sein müssen, damit die Gesamtaussage von A und B wahr sein kann. Das heißt, wenn A heißt, das Wetter ist schön und B heißt, ein Auto fährt über die Straße, dann muss beides wahr sein, damit die Gesamtaussage, das Wetter ist schön und ein Auto fährt über die Straße, stimmt.
In der nächsten Spalte haben wir das, also wieder diesen Haken, aber umgedreht mit der Spitze nach unten, sieht ein bisschen aus wie ein V. Das ist das logische Oder und bedeutet, dass eins von den beiden wahr sein muss, damit die gesamte Aussage wahr ist. Das heißt, es können irgendwie beide Sachen wahr sein. Also in der gesprochenen Sprache ist das Oder ganz häufig so ein ausschließendes Oder, so entweder es regnet oder es schneit oder die Sonne scheint oder was auch immer, und das ist immer so, es kann nur das eine oder das andere sein, also so ein ausschließendes Oder, und das ist in der mathematischen Disziplin im Normalfall nicht der Fall, sondern es ist so ein einschließendes Oder. Das heißt, es ist mehr sowas wie, es regnet oder ein Auto fährt über die Straße, und es kann sogar beides zeitgleich passieren. So, es muss nicht gegenseitig sein. Da sieht man jetzt irgendwie auch so die Wahrheitswerte dafür, wenn entweder A oder B wahr ist. Das heißt, also hier sind ja A in beiden Fällen irgendwie wahr, was immer dazu führt, dass A oder B auch wahr ist. Und hier ist dann A irgendwie falsch, aber B immer noch wahr, damit ist A oder B eben auch wahr. Und nur wenn beide falsch sind, ist es eben falsch. Dann haben wir noch die Implikation, den Pfeil. Das heißt, dass A impliziert B. Sowas wie, es regnet, also ist die Straße nass. Und wenn es regnet und die Straße nass ist, dann funktioniert die Implikation. Also das ist irgendwie ganz klar. Wenn es aber nicht ist, also wenn es regnet und die Straße nicht nass ist, dann kann die Implikation nicht richtig sein. Wenn es aber nicht regnet und die Straße trotzdem nass ist, heißt das nicht, dass es falsch ist, sondern es kann trotzdem wahr sein, weil es kann ja auch jemand hingegangen sein und einfach einen Eimer Wasser auf der Straße ausgeleert haben, dann ist sie auch nass. Das heißt, da ist auch die Implikation wieder wahr. Und wenn beides falsch ist, also wenn es weder regnet noch die Straße nass ist, ist die Gesamtaussage eben auch wahr, weil ja alles, was sagt, ist, wenn es regnet, muss die Straße auch nass sein. Und das kann es dann immer noch. Und die letzte Spalte ist die B-Implikation. Das heißt, sie bedingen sich quasi gegenseitig. Das heißt, entweder, das funktioniert mit der Straße gerade nicht, ein gutes Beispiel für B-Implikation. Entweder ich mag Julia oder ich mag es, da ein doofes Beispiel für. Ja, eine gute B-Implikation. Bleiben wir doch bei der Straße, was irgendwie, oder fällt irgendwie eine ganz großartige... Nee, eher nicht. Also B-Implikation ist... es ist so ein... Genau, also ein bisschen was sich gegenseitig bedingt. Also was wie, wenn die, immer wenn die Piraten... Und immer wenn ich beim Friseur... Ja... Ich hätte mir ein besseres Beispiel zu ausdenken sollen. Hä? Es ist mehr so ein bisschen wie... Also A impliziert B wäre sowas wie, wenn Piraten sich in Kassel treffen, dann ist die Open Mind. Und B impliziert A wäre, wenn die Open Mind ist, treffen sich die Piraten in Kassel. Dann funktioniert es nicht mehr. Also dann stimmt halt eine der beiden Aussagen nicht mehr. Aber vorausgesetzt die Marina... Entschuldigung, wenn Piraten sich in Kassel treffen, dann ist sie Open Mind, und wenn die Open Mind ist, dann ist treffen sich Piraten in Kassel. Das ist aber noch genau eben nicht das, das ist nämlich genau der logische Fehlschluss, der immer so gerne gemacht wird, weil es könnte nämlich auch sein, dass Piraten sich in Kassel treffen und es ist eben nicht die Open Mind. Man kann eben nicht genau den Rückzug machen, diese B-Implikation kommt eben total selten vor, und mir fällt aber auch gerade kein gutes Beispiel ein. Ich wollte nur korrigieren, weil das ist nämlich genau der Fehlschluss, den alle am allerliebsten machen, wenn A, dann B, nicht B, also A. Und das ist, der funktioniert, aber nicht A, also nicht B, funktioniert eben nicht.
Ja. Also das war halt gerade so ein bisschen, also genau, es könnten sich eben auch Piraten in Kassel treffen und dann ist trotzdem nicht die Open Mind, was wiederum heißt, dass die Bi-Implikation eben nicht stimmt, also dass sie nicht wahr ist. Ja. Ich sterbe, also lebe ich ab. Das würde funktionieren, ja. Wie auch immer. Es ist also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, um einfach mal zu zeigen, wie unglaublich komplex Logik ist. Und das ist gerade relativ einfache Aussagenlogik, die noch viel, viel, viel komplexer sein kann. Also es war einfach ein geheimer Plan von mir, dass genau das jetzt passiert. Nein, es war es nicht, aber hätte es sein können. Und Logik, also das ist jetzt eigentlich noch sehr einfache Aussagenlogik, wo es irgendwie noch keine Modallogik gibt, wo irgendwie noch keine Quantorenlogik reinspielt, also wo es keinerlei höherwertige Logik gibt, wo es irgendwie mehr Wahrheitsmöglichkeiten gibt als wahr und falsch, also was wie möglicherweise wahr oder notwendigerweise wahr in der Modallogik oder in der Quantorenlogik gibt es halt irgendwie den Allquantor und den Existenzquantor, das heißt sowas wie, dass alle Bäume sind grün oder es gibt einen Baum, der grün ist, was man da irgendwie alles noch reinbauen kann und das noch viel, viel, viel komplexer macht. Und das führt so ein bisschen zu Problemen der Logik. Also es gibt da so zwei große Probleme. Der eine ist tatsächlich irgendwie ein mathematisches Problem, also der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz, der im ersten Satz sagt, dass jedes hinreichende mächtige formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig. Das heißt, dass wir können irgendwie Systeme bauen, also die wir jetzt einfach größer werden als die einfache Aussagenlogik und die werden irgendwann in sich selber einfach unvollständig werden und also widersprüchlich oder unvollständig, also entweder decken sie nicht alles ab oder sie haben einen Widerspruch in sich selbst und können sich nicht aus sich selber heraus erklären. Und daraus folgt der zweite Satz, jedes hinreichend mächtige, konsistente, formale System kann die eigene Konsistenz nicht beweisen, was also aus dem ersten einfach folgt, weil entweder wird es widersprüchlich in sich selbst oder es ist eben unvollständig. Dazu jetzt aber den logischen Beweis bauen, das wird gerade sehr viel und ich hoffe, ihr glaubt mir das einfach. Ansonsten können wir das nachher vielleicht einfach bei einem Bier machen oder so. Boah, heute ist gar nicht mehr so richtig viel mit Bier, aber egal. Und das Zweite, was ich gerade in der Debatte, die ich eigentlich so ein bisschen anstoßen will, viel wichtiger finde, ist der Betrachtungsfail. Das heißt, ab wann ist eigentlich etwas wahr und ab wann ist etwas falsch? Das heißt, ab wann ist eigentlich der Himmel bewölkt? Wenn da irgendwie so eine kleine Wolke drauf ist, wenn da irgendwie mehrere Wolken sind, wo ist da eigentlich unsere eigene Maßstab für? Und der verändert sich wiederum von Mensch zu Mensch relativ stark. Also nicht so ganz stark, aber eben so ein bisschen. So ab wann sieht der eine Mensch das, ja, es ist bewölkt, der andere eben irgendwie nicht. Und da wird es auch ein bisschen schwierig in dieser künstlichen Sprache. Also Logik ist halt eine künstliche mathematische Sprache. Da sind Dinge ganz, ganz klar definiert. Und in unserer natürlichen Sprache ist halt unglaublich viel einfach gar nicht, beziehungsweise nur ganz schlecht definiert. Es ist so ein ganz grobes, wir arbeiten damit irgendwie, aber man kann es halt nicht eins zu eins auf so eine feste, theoretisch künstliche Sprache runterbrechen. Das funktioniert einfach nicht. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, das ist die Kognitionswissenschaft. Also ich habe selber Kognitionswissenschaft irgendwie zwei Semester in Freiburg studiert und bin da irgendwie reingegangen mit, boah, das ist total spannend, weil da lernt man irgendwie das Gehirn kennen. Und Gehirn klingt unglaublich geil, so yeah, will man alles mal. Und Kognition ist ein bisschen der Fachbegriff für Denken, so was passiert eigentlich im Kopf. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und das, was die Kognitionswissenschaft behauptet zu sein, ist so ein bisschen dieser Mix zwischen all diesen Teilbereichen, also irgendwie zwischen der Psychologie, Philosophie, Linguistik, Anthropologie, Neurowissenschaften und der künstlichen Intelligenz. Und meint, sie kann da irgendwie alles drin vereinen und versucht irgendwie aus jeder dieser sechs Richtungen das Gehirn zu verstehen und zu denken, so yeah, wir können das und wir wissen, was da tatsächlich drin passiert. Und die Kognitionswissenschaft macht meines Erachtens einen Fail, also einen ganz gravierenden Fail, indem sie diese Grundhypothese hat, dass man jede Kognition, also jeden Denkprozess in einfacher, formaler Sprache wiedergeben kann, also de facto mit einem Computer berechnen kann, also irgendwie aus Nullen und Einsen. Und
sich da eben sehr, sehr stark drauf konzentriert und sehr viel dahin geht. Und damit kann man ganz unglaublich beachtliche Ergebnisse finden, ist aber prinzipiell, glaube ich, ein sehr großer Fail. Von daher würde ich der allgemeinen Grafik zur Kognitionswissenschaft, die immer wieder auftaucht, auch nicht so richtig recht geben, sondern ich würde irgendwie die künstliche Intelligenz in die Mitte legen und alles andere irgendwie drumrum nehmen, so wie ich die Kognitionswissenschaft kennengelernt habe. Der nächste Punkt, den finde ich sogar noch spannender, das ist die Neurologie. Und Neurologie ist halt irgendwie noch mehr, wir können da irgendwie Neuronen, also so kleine Nervenzellen beobachten und was tun die eigentlich? Und die tun unglaublich viel und die feuern die ganze Zeit irgendwelche Aktionspotenziale und da passieren unglaublich viele Dinge. Und was ich wirklich spannend finde, also ich habe neben der Kognitionswissenschaft in Freiburg irgendwie auch zwei Neurologievorlesungen gemacht, die ich sehr, sehr, sehr spannend fand und unglaublich viel gelernt habe. Und das Allerwichtigste, was ich gelernt habe, ist, wir wissen nichts. Wir wissen einfach überhaupt gar nicht, was in diesem Gehirn vor sich geht. Also ganz, ganz marginal, was man so da an Theorien hat. Und ja, irgendwie ist in diesem Kortex, also in dieser äußeren Rinde, so ein bisschen das Bewusstsein und irgendwie ist in diesem Kleinhirn so ein bisschen die Motorik angelegt und irgendwie gibt es dieses limbische System da irgendwie drin, was für sowas wie Gefühle da ist, aber was das tatsächlich macht und was da drin passiert, das ist ganz, ganz abstrakt und irgendwie nur ganz, ganz schlecht messbar. Also das auch so ein bisschen, also es gab neulich den CRE von Tim Pritlove, der sich irgendwie auch um das Gehirn gedreht hat und das ist irgendwie alles so ein, wir können da hier ein bisschen und da ein bisschen, aber wir wissen halt sehr wenig, was da tatsächlich passiert. Und was dann wiederum aber mit der Neurologie aus so einer gesellschaftlichen Sicht passiert ist, dass ganz viele Menschen annehmen, aber wir wissen doch total genau, was in diesem Gehirn passiert. Und ich erkenne das zumindest immer wieder, dass unglaublich viele Leute, Menschen, die sich damit viel beschäftigen, unglaublich weit vertrauen. Also ich habe gerade das Beispiel von dem Spitzer, also von dem Manfred Spitzer, der das Buch Digitale Demenz geschrieben hat. Ich habe es nicht gelesen, ich weiß nicht genau, was er darin schreibt, aber ich habe mich nach der Login-Sendung, die er mit Johnny Häusler irgendwie mal gemacht hat, unterhalten und ich fand das irgendwie katastrophal, was er da von sich gegeben hat und was ich dann noch unglaublich spannend fand, wie unglaublich viele Leute ihm einfach Recht gegeben haben und meinten, der weiß doch, was er macht, weil er ist ja irgendwie großer Professor und der muss das doch wissen und es gibt doch die Studien und überhaupt. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil die Studien, die sind halt irgendwie so ganz marginal, man könnte da möglicherweise rauslesen, aber das ist halt irgendwie also zumindest viel von dem, was Leute dann über Spitzer gesagt haben oder über ihn behauptet haben, war halt deutlich mehr als das, was er von sich selber behauptet hat oder das, was er selber damit auch sagen will, sondern es ist so ein bisschen wie, es gibt die Tendenz, dass dies und jenes und in der Gesellschaft und in der breiten Debatte wurde dann gemacht, das Internet macht dumm. Und das ist halt einfach so eine unglaublich krasse Übergeneralisierung, die man aus der Neurologie einfach überhaupt gar nicht rausziehen kann. Also es funktioniert einfach nicht. Und das finde ich aber sehr spannend, dass gerade das irgendwie damit passiert, wo wir doch eigentlich, also auch auf wissenschaftlicher Ebene, sehr wenig wissen von dem, wie so ein Gehirn tatsächlich funktioniert. Du hattest zwischendurch, oder wir können es vielleicht auch einfach nachher machen? Oder ansonsten machen wir es einfach nachher, oder ist gerade ganz wichtig? Das Hauptproblem ist, dass die Leute vor der Ehrfurcht des Herrn Gehirnforschers die Hacken zusammenschlagen. Der Spitzer verbreitet auch neurologisch Quatsch. Er wertet die Studien falsch aus und überinterpretiert. Aber wenn er mit Pädagogen diskutiert, schlagen die innerlich immer die Hacken zusammen. Der Herr Hirnforscher muss es doch wissen. Der Mann erzählt einfach nur Grütze. Ja, total. Also ich gebe dir total recht. Finde es aber eben sehr spannend, was auf gesellschaftlicher Ebene passiert, weil unglaublich viele Leute dem glauben, was er sagt. Und das wiederum finde ich, also gerade in der Neurologie, ein unglaublich starkes so, aber wenn doch der Professor sagt, dann muss doch so. Und gute Professoren, genau das. Und gute Professoren, also ich habe vor allem bei dem Professor Illing, also dem von der Uniklinik in Freiburg, mich mit dem sehr viel unterhalten, bei dem eben auch die beiden Vorlesungen gemacht. Und der war auch so ein, wir können irgendwie so kleine Dinge drin feststellen, aber im Wesentlichen wissen wir einfach nichts. So. Und das ist totale Grundlagenforschung und das halt irgendwie in dieser Gesellschaft überhaupt gar nicht drin. Aber zum nächsten Punkt. Nämlich so ein bisschen die Philosophie des Geistes. Da finde ich, gibt es drei ganz gute Texte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Dazu muss ich sagen, den Ego-Tunnel von Thomas Metzinger, den habe ich gerade erst angefangen zu lesen, habe ich nur so ein bisschen drüber gehört. Dann finde ich aber sehr gut What is it like to be a bat von Thomas Nagel.
der vor einiger Zeit mal den Aufsatz geschrieben hat, wo er sich fragt, wie ist es eigentlich, eine Fledermaus zu sein? Und die Vorstellung davon ist unglaublich absurd. Also wie ist es denn, den ganzen Tag irgendwo rumzuhängen, sich irgendwie über Schreie und Reflexionen der Schreie zu orientieren? Und also diese, das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Ding, also dieses Ultraschall, und darüber können die sich irgendwie orientieren. Und das ist also für mich echt einfach vollkommen unnachvollziehbar. So, wie fühlt es sich denn eigentlich an, wenn ich eine Fledermaus wäre? Und ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wie das sein kann. Ich kann mir nicht vorstellen, den ganzen Tag irgendwo kopfüber rumzuhängen. Und wenn ich dann irgendwie durch die Gegend fliege, dann tue ich das irgendwie mit Ultraschall, der sich irgendwo dran bricht und wieder zurückreflektiert und ich mich darüber orientieren soll. Das ist mir unverständlich, also vollkommen unverständlich. Dann gibt es das Gedankenexperiment von John Searle, der Chinese Room, also das chinesische Zimmer, was ich sehr spannend finde. Damit hat er die Kognitionswissenschaft mal sehr stark angegriffen, auch in den 80er Jahren, wo die Kognitionswissenschaft die ganze Zeit behauptet, ja, der Computer, der ist ja eigentlich auch nur sowas wie ein Gehirn. Da meinte Searle so, ja, das ist total toll, weil da kann man irgendwie Dinge reingeben und da kommen Dinge wieder raus. Und dann hat er quasi ein Zimmer genommen, also so ein Gedankenexperiment, ein Zimmer. Und in diesem Zimmer, also vor diesem Zimmer sind ein paar Chinesen, die sich irgendwie unterhalten. Und die einzige Kommunikationsquelle zum Zimmer ist ein kleiner Schlitz, da kann man Papierstücke reinschieben. Und dann sind es halt Chinesen vor dem Zimmer und dann schreiben sie irgendwelche chinesischen Fragen auf diesen Zettel und schieben ihn einfach rein in das Zimmer. Und in diesem Zimmer sind dann ein paar Menschen, die überhaupt gar kein Chinesisch können, also null, haben aber ein unglaublich großes Lexikon über die chinesische Sprache, wie die denn eigentlich funktioniert, und können ganz, ganz viele Sachen nachgucken. Und das tun sie dann auch, und da sind irgendwie auch alle Grammatikregeln drin erklärt, und dann sehen sie irgendwann, ah, das ist diese Frage, und da muss ich jetzt also diese Zeichen irgendwie drauf antworten. Dann tun sie das und schieben den Zettel wieder heraus. Und dann sind die Chinesen vor dem Zimmer und denken so, boah, geil, der kann uns ja antworten, was die Hauptstadt von China ist. Und der schreibt uns zurück, Peking, großartig, yeah, cool. Die Menschen da drin, die müssen wohl Chinesisch können. Und die Menschen da drin, die können aber überhaupt gar kein Chinesisch, null. Also es gibt auch keine Übersetzung oder so, sondern es gibt halt nur die Erklärung, was man wo drauf antworten muss. Und das Zimmer, also das Gedankenexperiment verdeutlicht so ein bisschen, wie ein Computer funktioniert, weil de facto funktioniert er genau so. Da ist irgendwie ein riesengroßer Algorithmus drin und dann geben wir irgendwie Sachen in den Computer ein und irgendwann gibt er uns Sachen raus. Und wir fangen an zu glauben, dass der Computer wisse, was wir von ihm wollen oder was die Antwort ist. Aber de facto schlägt er auch einfach nur nach in irgendwelchen anderen großen Nachschlagewerken. Und von daher kann der Computer überhaupt gar nicht, also der hat eben nicht sowas wie ein Bewusstsein, sondern es ist halt einfach nur so ein Ding, das passiert, was aber mit Menschen ringsrum, die das einfach nur beobachten, passiert oder relativ schnell passiert ist. Man denkt, der müsste doch aber denken können, weil ansonsten könnte er ja irgendeine Matheaufgabe nicht lösen oder so. Und der dritte Text, also der Ego-Tunnel von Thomas Metzinger, ist ein deutscher Neurophilosoph, der sich sehr viel damit beschäftigt, wie ist das eigentlich, also könnten wir nicht möglicherweise alle, also wir als Mensch, so ein Stück weit in uns selber gefangen sein. Also wir haben ja alle sowas wie ein Bewusstsein, also zumindest behaupte ich das, und wir nehmen uns alle irgendwie selber wahr, aber wir wissen nicht genau wie und wir haben eigentlich überhaupt gar keine Ahnung davon. Und sein Argument ist, dass wir das natürlich nicht können, weil wir da in unserem eigenen Tunnel quasi gefangen sind, der aber natürlich auf neurologischer Ebene passiert. Und also dass man das prinzipiell irgendwie auch alles berechnen kann, aber eben niemals selber wahrnehmen kann, weil man selber da drin steckt. So, also weil man so ein Stück weit wie in der Logik auch, weil man in ein höheres System gehen müsste, um das selber zu verstehen. Und dann komme ich noch zum Determinismus, der sich so ein bisschen darin verhakt, also der sich gerade in der also aus dieser Logik heraussetzt, und es ist ja eh alles determiniert und wir werden eh irgendwie alle in einer festen Reihenfolge Dinge tun. Und irgendwer bestimmt, wie das ist. Also nicht irgendwer, sondern der Determinismus, weil es ist ja alles vorgegeben. Und das ist in meiner Wahrnehmung ein Phänomen, was ich gerade in diesem Umfeld hier häufiger wahrnehme. So ein, aber so diese mathematische Korrektheit, die wird ja eh irgendwie
bestimmen, was ich irgendwann tun werde. Also die, die absolute Entropie, die da irgendwie herrscht, und das sind ja eh immer so, wenn wir alle Zustände kennen würden in der Welt, also in dem Universum, dann würden wir ja auch wissen, wie es irgendwie gleich ist, und das ist ja eh alles so ein Stück weit determiniert, wo wir nicht wirklich was dran ändern können. Und das wiederum ist auch so ein Phänomen, dass ich zunehmend feststelle, dass Leute da tatsächlich einfach dran glauben und sagen so, ja, aber ich kann da ja eh nicht so richtig viel dran ändern. Und das wiederum sorgt einfach dafür, dass die es auch gar nicht mehr probieren, sondern so ein Stück weit, ja, aber es ist ja eh, und ich kann da ja eh nicht so viel, weil die Welt sagt ja sowieso. Und wir wissen ja irgendwie auch, wie das Gehirn funktioniert, wir wissen, wie der Computer funktioniert, das ist ja irgendwie alles das Gleiche, und von daher werde ich ja eh von außen quasi bestimmt, und ich bin selber ein Stück weit auch nur ein Algorithmus, der irgendwie funktioniert, und von daher werde ich so oder so, so und so reagieren. Und das finde ich wiederum eine ganz, ganz gefährliche Debatte, also eine ganz gefährliche Entwicklung, weil in dem Punkt, wo ich mich selber aus der Verantwortung nehme, weil ich sage, ich bin ja auch nur irgendwie sowas wie ein Algorithmus, bin ich halt für mein Handeln selbst nicht mehr verantwortlich, sondern ich schiebe es irgendwie so ein bisschen auf dieses große, was auch immer das dann irgendwie ist, und lege dabei so ein bisschen meine eigene Verantwortung ab. Und selbst wenn es diesen absoluten Determinismus gibt, den ich sehr naheliegend finde, weil wenn ich irgendwie alle Zustände kenne, dann, also die wir niemals wissen können, aber wenn die alle da sind, dann beeinflussen, also dann werde ich natürlich auch wissen, was irgendwie danach kommt. Aber an dem Punkt, wo ich selber anfange, das zu glauben, nehme ich halt die, also dann würde ich mich ja selbst in den Determinismus mit hineinbegeben und sage, okay, es ist quasi sogar vollkommen egal, ob ich das glaube, dass das so ist, oder ob es nicht so ist. Aber der Fakt, ob ich das glaube, selbst wenn er wiederum determiniert ist, hat ja selber einen Einfluss darauf. Das heißt, an dem Punkt, wo ich annehme, dass ja alles determiniert ist, ob das so ist oder nicht, verhalte ich mich anders. Und das wiederum finde ich halt so einen ganz spannenden Punkt, wo ich denke, okay, selbst wenn alles determiniert ist, was ich finde, ist eine sehr naheliegende Idee, selbst dann wiederum können wir nicht anfangen, uns darauf aufzuberuhen, weil wir niemals wissen, ob es wirklich so ist, weil wir niemals alle Zustände der Welt oder des Universums kennen können. Und noch ganz kurz zu dem Bild, das ist einfach die Turing-Maschine, die da quasi gemalt ist, also halt ganz einfach so ein Band von irgendwie Zuständen, und es gibt halt irgendwie diesen Algorithmus Q1, der immer irgendwas mit einem Zustand macht und sich danach irgendwie verschiebt und wieder verändert, und so ein bisschen einen relativ einfachen, aber endlosen Algorithmus bildet. Und damit komme ich so ein bisschen insgesamt zur Systemkritik, wo ich jetzt einfach Map genommen habe, weil ich sein Profilbild unglaublich schön finde, auch wenn er gerade gar nicht da ist. Wo ich mich so ein bisschen frage, wenn wir so unglaublich da reingehen, also so unglaublich in diese ganz theoretische, wir wissen doch aber alles ganz genau, dann fangen wir an, ein unglaublich krass rationales Verständnis zu haben. Und das so ein bisschen auch das, was ich an den Algorithmen kritisieren möchte, wo ich denke, wir fangen an, ganz, ganz viele Sachen auf Algorithmen runterzubrechen. Und wir fangen an, uns selber als Algorithmus zu verstehen und die ganze Welt als Algorithmus zu sehen. Und dann fangen wir an, jegliche Irrationalität beiseite zu schieben und denken, ja, aber die ist ja irgendwie nicht zielführend und die bringt uns nicht weiter. Die ist irgendwie nicht effizienzsteigernd, wie MS Pro das vorhin in seinem Vortrag genannt hat. Die bringt irgendwie nichts mehr. Und das finde ich wiederum unglaublich schwierig, weil ich denke, dass der Mensch nicht ein rein rationales Wesen ist, sondern von Zeit zu Zeit einfach vollkommen irrational handelt, wie ich nach wie vor irgendwie keine tatsächlich rationale Herangehensweise an Ponys finde und denke so, ja, Ponys sind einfach nicht rational zu erklären und ich möchte sie auch gar nicht rational erklären, sondern es sind halt Ponys, Punkt. Und finde es da einfach unglaublich wichtig, dass wir der Irrationalität, also dem irrationalen Handeln von Menschen, von Zeit zu Zeit auch einfach einen Raum geben, wo sie einfach Dinge tun können, ohne sie in den absoluten Algorithmus irgendwie runterzubrechen. Und dieser Algorithmus, das fällt mir halt gerade bei MS Pro oder bei Plom häufiger auf, wenn sie irgendwo reden, dass es genau dahin geht, und also wo auch teilweise Post-Privacy mit verargumentiert wird, so ein, ja, ist doch super, weil dann wird der Algorithmus irgendwie besser und es wird alles viel besser und wir werden selber nur noch zum Teil davon und wir werden halt irgendwie nicht mehr als eigenständige Wesen gesehen, sondern eben irgendwie nur noch als Teil des Algorithmus, und dafür möchte ich ihn kritisieren. Und jetzt dürft ihr gerne alle mit einsteigen und mich verhauen. Und
Wenn nicht, habe ich noch ein paar andere Punkte, die wir besprechen können. Hallo. Ja, danke. Okay, ja, ich möchte dir gerne in, ich glaube, so ziemlich allen Punkten entschieden widersprechen. Ich hoffe, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, warum. Also erstens glaube ich, dass du zwei verschiedene Determiniertheiten durcheinander wirfst. Und zwar die Determiniertheit des Algorithmus und die Determiniertheit der des physikalischen Universums. Wobei man halt sagen muss, Algorithmen müssen nicht determiniert sein, Algorithmen können auch nicht deterministisch sein. Wohingegen jetzt die Frage, ob das physikalische Universum determiniert ist, an der Stelle nicht so interessant ist, weil das wäre dann letztendlich der Unterschied zwischen pseudo-zufälligen und zufälligen Prozessen. Man weiß nicht, ob es wirklich zufällige Prozesse oder nur pseudo-zufällige Prozesse gibt, spielt aber, wenn man sie dann in irgendeinem Algorithmus verwertet oder wenn sie irgendwie im Gehirn passieren, für das, was bei einem wirklich passiert, keinen Unterschied. Jedenfalls nicht dafür, für die Frage, ob es determiniert ist oder nicht. Dann hast du, ich versuche mal von hinten, die Sache mit der Rationalität. Du hast impliziert, dass Algorithmen immer rational sind. Das erschließt sich mir nicht. Rationalität versteht man ja eigentlich, kann man ja als einen Begriff, den man eigentlich nur dann verstehen kann, wenn man Irrationalität verstehen kann. Und Irrationalität kann man eigentlich nur verstehen, also Irrationalität kann man eigentlich nur als, sagen wir, ich glaube nicht, dass man den Begriff analysieren kann, ohne irgendwie den Begriff Emotionen zu analysieren. Außer man macht es halt so abstrakt theoretisch, dass man sagt, naja, irrationales Verhalten ist Verhalten, was halt, aber man muss dieses Verhalten immer noch, also was von der Ratio abweicht, aber muss dieses Verhalten ja immer noch irgendwie erklären. Und die Erklärungsansätze nennt man halt Emotionen, würde ich jetzt so sagen. Das aber sehe ich nicht als etwas, was zwangsläufig außerhalb von Algorithmen steht. Und die Kritik an der Kognitionswissenschaft oder an diesem naiven Herangehensweise an der Kognitionswissenschaft, dass man sagt, wir sind weit davon entfernt zu verstehen, was wirklich im Gehirn passiert, und wir sind sehr weit davon entfernt, sowas wie ein Gehirn in irgendeiner Weise nachzubauen und wissen auch gar nicht, ob es irgendwie sinnvoll geht, ist absolut richtig. Ist aber keine Algorithmenkritik, ne? Also das und jetzt. Und der entscheidende Punkt, wo ich widerspreche, ist, naja, natürlich sind wir Algorithmen. Also natürlich ist das Gehirn was anderes als ein Computer. Die funktionieren anders. Und es ist auch richtig, dass man die anders, dass der Gedankenfehler, was etwas, was nach Algorithmen handelt, mit einem Gehirn, also mit einem Geist zu verwechseln, in Menschen total angelegt ist und dass wir das ständig tun. Ja? Gerade wenn wir die Algorithmen nicht mehr verstehen. Also genau in dem Moment, wo die Algorithmen nicht mehr verstehen, denken wir, da ist ein Geist hinter. Das ist natürlich ein Denkfehler, den man dann irgendwie wieder rational zurückfahren muss. Aber so verschieden die Dinge auch sind, beide funktionieren mit Algorithmen. Und um noch eine letzte Sache, und das ist auch diese schöne Sache mit dem chinesischen Zimmer. Dieses chinesische Zimmer ist meiner Ansicht nach ein sehr, du hast es als Angriff auf die Kognitionswissenschaft bezeichnet. Ich habe es immer als sehr, sehr schwachen Angriff empfunden, weil die Tatsache, dass die Leute in diesem Raum kein Chinesisch sprechen, ist an sich nicht irgendwie interessanter oder relevanter als die Tatsache, dass meine Neuronen kein Deutsch sprechen. Und wenn dieses chinesische Zimmer so primitiv ist, dass es ein paar einfache Fragen beantworten kann, dann ist es halt ein Algorithmus. Wenn es so kompliziert ist, dass es ein Gespräch führen kann, ja, dann ist es ein Bewusstsein. Oder zumindest, wenn es den Turing-Test besteht, würde ich sagen, ist es ein Bewusstsein. Oder zumindest gibt es keinen Grund, warum wir es anders behandeln sollten, als wir ein Bewusstsein meinen. Weil letztendlich, und das ist die andere Sache, weiß ich ja auch nicht, ob alle Anwesenden hier ein Bewusstsein haben. Aber ich kann einfach davon ausgehen, weil alles andere einfach keinen Sinn ergibt. Ja. Ja, nee, finde ich gut. Und ich muss hier quasi durchweg recht geben. Und das, also was ich, also gerade die Unterscheidung von dem von der Determination oder von diesem Determinismus, die Definition oder worauf ich mich da quasi bezog, ist so ein bisschen der gesellschaftlich häufig oder mir häufig begegnende Begriff von Determinismus, der genau das ist, also der das genau, der es total durcheinander bringt, also der ist natürlich auch nicht genau. Also man kann es halt irgendwie nicht draus ableiten, und das wiederum ist das, was mir sehr häufig passiert, und da möchte ich quasi, also das ist so ein bisschen mein Hauptpunkt in diesem Talk, wo ich gerne darauf hinweisen möchte, dass was durch diese Denkweise eben häufig auch passiert und was damit häufig mitkommt. Und dazu nochmal ganz zum Anfang, also Disclaimer, Vortrag ist halt nicht per se meine Meinung oder so, und da habe ich
irgendwie ein Stück weit zu weit gegriffen, aber eben genau dafür, weil ich denke, so, das ist irgendwie wichtig, das einfach mal deutlich zu machen. Aber es waren noch lauter Fragen, bitte. Da gibt es noch den Punkt, den Denkfehler, der an allen möglichen Ecken und Enden gemacht wird, ist, Versuch an nichtlineares System mit linearen Regeln zu beschreiben. Wir haben es mit einem komplex-dynamischen System zu tun, das verhält sich chaotisch, obwohl es ganz nach ganz strengen Regeln funktioniert. Es ist also auch ein Algorithmus, aber es ist keineswegs vorhersehbar. Es verhält sich irrational oder sogar, man könnte sogar sagen, emotional. Letztlich ist es eigentlich nur ein Grad der Komplexität, der da eine Rolle spielt. Wenn die Komplexität hoch genug wird, haben wir es mit einem komplex-dynamischen System zu tun. Und die ganzen Versuche, die gemacht werden, auch mit dem Laplace'schen Dämon, das hast du ja angesagt, dass das auf ein lineares System abzubilden, müssen halt scheitern. Das weiß man ja mittlerweile sogar in der Physik, dass das nicht geht. Heisenbergsche Unschärferelation, wenn du nur nah genug rangehst, irgendwann funktioniert das nicht mehr. Insofern, du kannst also auch dieses Wissen über diese Effekte alle nicht haben. Also irgendwo gibt es eine natürliche Grenze. Nichtsdestotrotz sind das Algorithmen, die dahinter stehen. Und ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass sogar das Gehirn nach Algorithmen funktioniert. Die können wir nur nicht durchblicken. Die sind halt komplex dynamisch. Und die sind auf eine Art und Weise rückgekoppelt, die eben nicht vorhersehbar ist. Und das interpretieren wir letztlich als Emotion, als freien Willen und so weiter. Daraus kann man aber nicht extrapolieren, dass es diesen freien Willen nicht gibt. Also die Argumentation erschließt sich mir da einfach nicht. Ne? Selbst wenn wir sagen, wir haben es da mit Algorithmen zu tun, mit Maschinen im Extremfall, heißt es nicht, dass die sich irgendwie immer rational verhandelten. Also ich fand den letzten Punkt gerade noch ganz gut, weil den wiederum, also damit hätte ich dir auf deinen ersten Punkt irgendwie widersprechen wollen, weil das, was ich wahrnehme in dieser Debatte, ist halt ganz häufig an dem Punkt, wo ich sage, dass du ja irgendwie auch nur einen Algorithmus im Kopf hast, spreche ich dir halt sehr schnell sehr viele Fähigkeiten ab, wie irgendwie diesen freien Willen, weil ich denke, hey Sekunde, du bist doch eh determiniert und hast doch irgendwo einen Algorithmus in deinem Kopf, du kannst doch eh irgendwie nicht frei denken und was hast du denn für einen freien Willen und so. Und das ist wiederum das, was ich gerade in dieser Debatte ganz häufig zusammengeschmissen sehe und mir eben sehr, sehr stark aufstößt. Das heißt nicht, das ist nicht das, was in der Gesellschaft ankommt. Ja, so. Ja, aber da, also das ja, genau, also wenn dann mit Mikro. Aber das halt einfach so ein bisschen das, was, also gerade hier in dieser Gruppe, wo halt sehr viel mit Algorithmen und sehr viel auf, ja, der Algorithmus wird uns retten oder so geschoben wird, das finde ich, sind halt einfach Aspekte, die da dringend mit reingehören, um das einfach mal klar zu machen, dass eben auch Algorithmen nicht per se determiniert sind. Was aber eben ganz häufig nicht, also einfach nicht nirgendwo mit angesprochen wird und eben aus diesem Grund in der Gesellschaft so ein bisschen wie, ja, aber wenn mein Kopf doch eh nur ein Algorithmus ist, dann habe ich doch eh nichts wie einen freien Willen und was soll das denn überhaupt und so. Und das wird dann wiederum so ein Teil dessen und das finde ich halt sehr schwierig. Und darauf bezieht sich meine Kritik. Ja, also ich muss jetzt erstmal eine Lanze für den Determinismus als philosophische Richtung brechen, weil auch, also gerade, weil ich dem Determinismus anhänge, finde ich, das ist kein Grund ist, sondern es ist für mich sogar eine Begründung dafür, dass ich versuche, Sachen zu verändern. Also der Determinismus an sich besagt ja nur, dass ich von einer gewissen Struktur des Universums ausgehe und sage es ja nicht, dass ich irgendwie sage, ja, es ist ja kein Fatalismus, sondern es ist eigentlich nur eine philosophische Richtung, wie ich davon ausgehe, wie alles zusammenhängt. Und ich finde das immer sehr kritisch, wenn das so zusammengeworfen wird, das stört mich sehr. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist dieses freies Denken. Also zum einen müssten wir jetzt erstmal definieren, was wir als freies Denken definieren. Zum anderen muss ich da immer wieder den Schopenhauer zitieren, mit von wegen, ich kann wohl denken, was ich will, aber nein, ich zitiere ihn jetzt gerade nicht richtig. Egal. Verdammt. Zu wenig Schlaf. Habt es. Genau, ich kann wohl tun, was ich will, aber nicht wollen, was ich will. Ach, ist das schön, es gibt genug Leute um mich rum, die sie gerade immer noch drauf haben. Ja, und das ist, also das mit dem freien Willen ist ja auch wieder, also wir sind da ja auch wieder in irgendwelchen Vorgaben, eben gerade dann wieder soziologisch und das ist problematisch und jetzt habe ich den Rest meiner Sachen vergessen.
noch ganz kurz zu dem Algorithmen und Determinismus und also zu der also zu dem Begriff von Determinismus ist ungleich Fatalismus. Das ist halt so ein bisschen das, was ganz, ganz, ganz häufig passiert. Wo ich meine, also wenn wir über Algorithmen sprechen, also gerade in dieser Gruppe, dann sollte genau das einfach immer mit erwähnt werden, dass es eben dieses nicht ist. Ich möchte dich, anders als vielleicht mancher Vorredner, ordentlich flauschen für das, was du gesagt hast. Ich kann das alles voll und ganz wirklich unterschreiben. Und du hast vor allen Dingen einen Punkt mit rationalen Argumenten die Sinnhaftigkeit von Irrationalität begründet. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist im Prinzip angewandte Dialektik. Und wenn wir uns die Prozesse in Lebewesen, also kognitive Systeme, wie wir sie kennen, sind im Grunde genommen ja Lebewesen, wenn wir uns die genau angucken, dann gibt es dort ganz hochgradige Rückkopplungen, die wir mit unserer rationalen Mechanik, mit unserer Logik heute noch nicht beschreiben können. Es gibt nach der Russellschen Typenlehre immer den strikten Unterschied zwischen Operator und Operant. Wir haben aber in unserem Kopf Vorstellungen, die als Automaten fungieren, die selber wieder Automaten erzeugen und wieder ablösen. So kann man das beschreiben. Wenn ich jetzt mal auf die einzelne lebende Zelle gehe, dann ist es so, dass wir immer denken, die DNS steht am Anfang. Dort steht festgeschrieben, wie Proteine produziert werden. Aber diese Proteine schrauben selber wieder an der DNS rum. Und an der Stelle müssen wir umgehen mit Systemen, die hochgradig in mehreren Schleifen, sogenannten Strange Loops, die amerikanische Kybernetik hat dafür schon einen Namen gefunden, so rückgekoppelt sind, dass sie unseren beschreibenden logischen Kalkül, der unsere Verstandesmechanik ausmacht, zum Platzen bringen. Der löst sich nämlich auf in Widersprüche und man wird über kurz oder lang einen Kalkül brauchen, der mit Selbstreferenz umgehen kann. Es gibt gegenüber der Selbstreferenz, eigentlich ist die Selbstreferenz Bestandteil aller Grundlagenforschung, aller Wissenschaften, aber gegenüber der Selbstreferenz gibt es zwei Strategien. Die erste Strategie ist, ignoriere das Problem. Dann kommt man zu solchen Vorstellungen wie William Friedkin oder Stephen Wolfram, die das gesamte Universum als eine riesen endlich lange Digitalzahl begreifen. Was sich sofort, dieser Digitalismus, was sich aber sofort wieder auflöst, bei Friedkin einmal, es gibt eine Theorie, die kann ich nicht digital herleiten, die ist voll analog, das ist die Relativitätstheorie, das geht nicht digital. Und bei Stephen Wolfram führt es zur Existenz von irgendwelchen Weird Universes. Das entscheidende Argument ist das von Richard Dreyfuss, der mal gesagt hat, wenn die Zahl tatsächlich finit und endlich groß ist, die riesige Digitalzahl, dann muss ich angeben können, welcher Teil dieser Zahl für eine gewisse Berechnung relevant ist. Das ist aber wieder eine neue Zahl, die nicht Bestandteil dieses Systems sein kann. Es löst sich also auch im Selbstwiderspruch. Also ich kann nur irgendwie postulieren oder hoffen, dass wir irgendwann unseren rationalen Kalkül, ja Gödel hat damit zu tun, dass wir irgendwann unseren rationalen Kalkül im Sinne einer mehrstelligen, mehrwertigen Logik weiterentwickeln können. Da gibt es Ansätze, einmal von dem Russen Jesenin Wolpin, und natürlich von dem deutschen Gotthard Günther, die es sich lohnt zu lesen. Der Metzinger lohnt sich nicht zu lesen. Leg's weg, wirklich. Ist Quatsch. Hat sich erledigt. Okay, dann da drüben. Gib's mal kurz durch. Ja, ich wollte das auch eigentlich in eine ähnliche Richtung bringen und wollte das nur kurz nochmal zusammenfassen. Also wenn wir einen Algorithmus haben, der irgendwie determiniert ist und nach gewissen Regeln funktioniert, so wie irgendeine Logik oder so, wenn wir einen Algorithmus haben, der nach einer gewissen Logik funktioniert und einfach schon vorherbestimmt ist, dann ist das ja so, dass wir ein Bewusstsein haben. Wenn ein Bewusstsein, was ist das dann? Das ist wie so ein Algorithmus-Selbstbezug, eine Selbstreferenz im Grunde genommen. Der Algorithmus schaut auf sich selbst und er schaut mit einem beschränkten Blick auf sich selbst. Das heißt, er kann sich selbst nicht in seiner Gänze erfassen, was nämlich dazu führt, dass er sozusagen die Absicht seiner eigenen Anschauungen mit der Wirklichkeit auseinanderfällt. Also sozusagen, was er von sich selbst denkt, wird vielleicht nicht so kommen. Was wiederum zu Zwiespältigkeit führt. Und diese Zwiespältigkeit, die beschränkt also meine Urteilskraft. Also meine Urteilskraft ist beschränkt und dadurch entsteht die Zwiespältigkeit. Und diese erneute Selbstrekursion, das ist die genau, die dazu führt, dass man weiß, ah, scheiße, ich kann ja entscheiden. Und das ist ja das, was wichtig ist in der Debatte. Und ich finde deinen Punkt auch sehr wichtig, wenn die Leute nicht checken, wie wichtig das ist, dass sie entscheiden, selbst wenn sie nie alles entscheiden, dann läuft die Welt auf jeden Fall in die falsche Richtung. Denn irgendwelche Leute wissen es dabei. Ja, Wortmeldungen. Aber vielleicht noch nicht von jedem, aber ich...
Ja, ich finde das ja auch total klasse vor dem Hintergrund, dass ich mich auch ganz viel mit Technikpaternalismus beschäftige und da auch immer wieder sage, das Problem ist nicht, dass Technik paternalistisch ist, das Problem ist, dass wir uns darüber bewusst sein müssen, dass Technik paternalistisch ist und dass ich in jedem Moment, wo ich Technik benutze, eben auch mir darüber im Klaren sein muss, dass diese Technik mein Verhalten in gewisser Form lenkt. Das kann Situationen sein, in denen ist es völlig in Ordnung, wenn ich den Kuli halt nicht hinten drauf auf das Knöpfchen drücke, dann funktioniert er halt nicht so, wie ich das gerne möchte, nämlich dass er schreibt. Und dann passe ich mich dem an, dass also jetzt die nicht digitale Technik, aber eben überhaupt Technik, mir halt vorgibt, was ich damit zu tun habe, weil sie mich sonst damit bestraft, dass sie nicht funktioniert. Aber es gibt halt auch Situationen, in denen es ist total wichtig zu hinterfragen, finde ich das jetzt richtig, mir das von der Technik in der Form vorgeben zu lassen oder nicht? Und das ist natürlich genau in digitalen Zusammenhängen kommt das immer stärker und immer häufiger vor, dass man eben anfängt, sich auch eben genau dieses der Technik ein Stück weit auch menschliche Eigenschaften zuzuschreiben oder sich da dem unterzuwerfen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil von, um mal nochmal so ein Buzzword reinzuwerfen, der digitalen Mündigkeit, sich genau darüber bewusst zu sein, weil nur dann kann man sich auch die Frage stellen, wie gehe ich damit um und das in jedem Fall halt kritisch beleuchten. Genau genommen finde ich sogar, dass Technik, also ich habe mich neulich sehr lange mal über den Begriff Technik mit einem anderen Philosophen unterhalten, was ich sehr spannend fand, wo mir dann irgendwann klar wurde, dass das, was wir die ganze Zeit als Technik bezeichnen, eigentlich keine Technik ist, weil mein Rechner ist keine Technik, sondern es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug. Die Technik ist, dass ich damit umgehen kann, wie es die Technik ist, Fahrrad fahren zu können oder schwimmen zu können. Das ist die Technik, wie ich damit tatsächlich eigentlich umgehe und alles andere sind quasi nur noch erweiterte Werkzeuge davon. Das ist aber keine gängige Definition. Ja, also es ist halt so eine, wo es ursprünglich mal herkommt, also wo der Begriff Techne eigentlich mal herkommt. Techne ist die Kunst, ursprünglich die schöne Kunst gewesen. Das Fertigen als Verb. Und danach kam die Kunstfertigkeit daraus, ja genau. Und heute nach moderner Definition hast du die drei Ebenen. Artefakte, die geschaffen werden, weil die also weltlich sind, die geschaffen werden, weil sie einen praktischen Nutzen haben. Und die dritte Eigenschaft habe ich jetzt vergessen. Das ist zumindest der erste Punkt. Der zweite Ding, was Technik ist, ist Dinge, die diese Artefakte herstellen, also der Prozess des Herstellens solcher Artefakte und der Gebrauch solcher Artefakte. Das ist sozusagen die derzeit gängige Definition des Begriffs Technik. Aber es ist ziemlich kompliziert und das wird auch alles sehr ausführlich dann alles. Also wenn wir Englisch sprechen würden, hätten wir das Problem jetzt gerade gar nicht gehabt, weil da gibt es Technik und Technology und das sind einfach diese beiden verschiedenen Dinge. Ich wollte mal jetzt gerade spontan an der Stelle anknüpfen mit dem Begriff digitale, also was war das? Digitale Mündigkeit, genau. Ich würde diesen Begriff gerne ein bisschen erweitern und zwar zu kognitiver Mündigkeit. Eine Sache, die ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass also wenn wir unser Gehirn als Algorithmus, oder unseren Geist als Algorithmus verstehen, da gibt es ja sozusagen auch so bekannte Bugs. Also häufige Denkfehler. Die fangen an bei ganz simplen Sachen wie verbreiteten optischen Illusionen, gehen hoch zu systematischen Verschiebungen in der Art, wie wir denken, dass wir irgendwie mit bestimmten Arten vorurteilsbehaftet sind, dass wir bestimmte Annahmen zugrunde legen, die nicht begründet sind, dass wir bestimmte wahrscheinlichkeitstheoretische Sachverhalte einfach nicht verstehen, also nicht nachvollziehen können, weil sie für uns kontraintuitiv sind. Das sind Dinge, von denen es hilfreich ist, wenn man sie weiß. Also meiner Meinung nach sollte man es in der Schule lernen, aber das ist ein anderes Thema eigentlich. Ich finde, es ist mal an der Stelle wichtig, weil diese Algorithmenkritik ja oft an der Stelle ansetzt, wir machen uns von diesen Algorithmen abhängig, obwohl wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Wir machen uns aber, und das ist genau diese Sache, wo auch also eine gewisse Analogiebildung zum jüdischen Unvollständigkeitssatz, wir machen uns aber immer notwendigerweise von Algorithmen abhängig, von denen wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Wenn wir wüssten, wie sie funktionieren, also wir können nicht alle Algorithmen, die unser Verhalten steuern, verstehen. Und zwar genau aus den Gründen, die schon angeführt worden sind. Also ich würde was ich sagen will, ist, interessanterweise wird halt dadurch, dass wir Algorithmen haben, die von uns extern sind,
erst für uns überhaupt irgendeine Möglichkeit geschaffen, also nicht überhaupt irgendeine, aber zumindest eine wesentliche weitergehende Möglichkeit geschaffen, eine gewisse Souveränität über unsere Algorithmen zu haben. Nicht, dass die in der Praxis immer da ist, aber zumindest die Möglichkeit, der Möglichkeitsraum wird erweitert. Also ich finde halt den Gedanken oder die Idee davon, dass unser Gehirn halt auch nur ein Algorithmus ist, dem ich prinzipiell zustimme, aber ich glaube, dass er, also der ist halt einfach so unglaublich komplex, dass ich die Idee davon eigentlich schon wieder ablehne, wo ich denke, an dem Punkt, wo wir irgendwie anfangen, unser Gehirn als Algorithmus verstehen zu wollen, degradieren wir einfach das Level von dem, was es eigentlich ist, von der Komplexität. Also wir können es in der Komplexität einfach nicht erfassen, und wenn wir anfangen, es als Algorithmus zu erfassen, dann lassen wir halt ganz, ganz viele Dinge von dem, die im Gehirn irgendwie funktionieren können, weg, und das wiederum finde ich ziemlich, ziemlich doof. Ja, die Frage ist natürlich, ob das Weglassen jetzt gut oder schlecht ist, weil, was der gerade schon sagte, du verbesserst halt unglaublich die Introspektion, wenn du anfängst, deine Algorithmen halt nicht in deinem Gehirn auszuführen, sondern zum Beispiel in deinem Rechner, weil du halt den Source Code lesen kannst und halt nicht irgendwie stundenlang vor deinem Mikroskop sitzen musst, um irgendwelche Synapsen zu zählen und trotzdem nicht verstehst, was passiert. Und was ich in der ganzen Diskussion ein bisschen problematisch finde, ist immer dieses Einschränken von Algorithmen auf durch einfache, formale Sprachen ausdrückbar. Also zum Glück ist ja die, du hast das nicht gemacht, aber einige Diskussionsbeiträge im Publikum haben sowas gesagt wie, das, was der menschliche Geist tut, ist halt durch die heutigen binären Logik nicht ausdrückbar. Das ist halt wahr, aber völlig irrelevant, weil wir arbeiten halt, wenn wir über KIs reden, auch schon lange nicht mehr mit so total simplistischen Modellen der Welt, weil es halt auch einfach bescheuert ist und nicht funktioniert, wie wir auch schon seit irgendwie 30 Jahren wissen oder noch länger. Deshalb finde ich es sehr problematisch, den Algorithmusbegriff zu beschränken auf sozusagen den Algorithmusbegriff, den ich mit einfachen mathematischen Modellen noch beschreiben kann, weil es halt komplexere mathematische Modelle benötigt und wir die vielleicht auch noch nicht haben, aber das alleine ist ja noch kein Argument dafür zu sagen, und deshalb ist es nicht algorithmisierbar, prinzipiell. Ich möchte an der Stelle nochmal in einem Satz einen Aufweis für die vorhin genannte Selbstreferenz bringen. Wir haben gerade davon gesprochen, dass unser Gehirn versucht, sich selber zu verstehen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass unser Gehirn algorithmisch arbeitet, muss das ein Algorithmus sein, der in der Lage ist, sich selbst zu beschreiben. Das ist das Selbstreferenzproblem aller Wissenschaft. Und dem kann man auch nicht ausweichen, indem man sagt, Person A versucht, Person B zu beschreiben, wenn die Gehirne in ihrer Grundstruktur im Prinzip identisch sind. Das ist Selbstreferenz. Wortmeldungen? Schlusswort gewünscht? Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie auch nichts, also ich fand die Debatte gerade ganz spannend, und Schlusswort, wenn dann sowas wie differenzieren Sie, wenn Sie über Algorithmen sprechen, was genau Sie machen wollen. Mehr Differenzwagen. Dankeschön.